Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund 5 Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Patientenvertretung, Recht, Kinder- und Jugendmedizin, Studien und klinische Forschung, Forschungsverbünde, Arzneimittelhersteller, klinische Forschung und Register. Vor 20 Jahren sind auf europäischer Ebene die Zulassungsverfahren für Arzneimittel für seltene Krankheiten neu gestaltet worden. Die Politik hat damit einen Anreiz gesetzt, mehr an diesen Krankheiten zu forschen und mehr Arzneimittel für betroffene Patienten zu entwickeln. Die Rechnung ging auf. Jährlich werden ca. 10 bis 15 neue Wirkstoffe speziell für seltene Krankheiten entwickelt und auf den Markt gebracht. Angesichts von etwa 7.000 seltenen Krankheiten ist das aber nach wie vor ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Patienten haben aufgrund der Fortschritte in der Gendiagnostik zwar mittlerweile die Chance auf eine exakte Diagnose, sind aber von einer effektiven und wirksamen Arzneimitteltherapie meistens weit entfernt. Die Pandemie lässt alle anders gerichteten Herausforderungen zusätzlich noch in den Hintergrund treten und die finanzielle Herausforderung der Sozialsysteme führt zu der Diskussion in Politik und Gesellschaft, ob man sich eine weitere Förderung der Orphans überhaupt noch leisten kann oder will. Der neuen Regierung fällt in dieser Situation nun eine besondere Rolle zu, nämlich das Gesundheitssystem zu reformieren, aber das nicht zulasten der Patienten mit seltenen Erkrankungen. Dabei können die digitalen Möglichkeiten, aber auch die enge Einbindung der Patientinnen und ihrer Angehörigen sowie eine gute Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Der Experte Professor Dr. Thomas Klopstock ist Facharzt für Neurologie und Oberarzt am Friedrich-Bauer-Institut der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München, eines der weltweit führenden Zentren im Bereich neuromuskulärer und neurogenetischer Erkrankungen. Er ist Mitglied des Leitungsgremiums am Münchner Zentrum für seltene Erkrankungen, der LMU, Studienleiter am Standort München für die DZNE-Netzwerke zur hereditären spastischen Spinalparalysen und hereditären Ataxien, Sprecher des internationalen Netzwerkprojekts Treat Iron-Related Childhood Onset Neurodegeneration, TIRCON, zur Krankheitsgruppe Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation, NBIA, und vor allem Sprecher des deutschen Netzwerks für mitochondriale Erkrankungen, des MITONETZ. Sein wissenschaftliches Hauptziel ist es, Beiträge zur Verbesserung von Diagnostik, Therapie und Versorgung neurogenetischer Erkrankungen, insbesondere der mitochondrialen Erkrankungen, zu leisten. Lieber Herr Klopstock, mit Ihrer Arbeitsgruppe und mit Ihren Kooperationspartnern verfolgen Sie einen translationalen Forschungsansatz. Sie konzentrieren sich dabei auf die Identifikation neuer Krankheitsgene, das Verständnis der Pathomechanismen und die Untersuchung von Patientenkohorten im Querschnitt, also Registern, und im Längsschnitt, der Natural History. Ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Research vom Suchen und Finden sprechen und herausfinden, welche Besonderheiten sich aus der Seltenheit bestimmter Krankheiten für die Forschung und besonders für die Translation ergeben. Meine erste Frage gilt Ihrem translationalen Forschungsansatz. Könnten Sie uns diesen Ansatz genauer beschreiben? Was genau sind hier Ihre Ansprüche und welche Vorteile bietet dieser Ansatz im Hinblick auf die Forschung an seltenen Erkrankungen? Vielen Dank, Herr Dierks. Translationale Forschung bedeutet ja nach allgemeinem Verständnis, Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in klinisch anwendbares Wissen zu übersetzen, das berühmte From Bench to Bedside. Ich würde unseren Ansatz noch etwas spezifizieren. Wir möchten Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung und aus der klinischen Forschung in einen Nutzen für die betroffenen Patienten und Patientinnen und Patienten übersetzen. Zum Beispiel führt die Identifikation neuer Gene durch Exomsequenzierung oder inzwischen Genomsequenzierung unmittelbar zu einer Verbesserung der Diagnostik.
Patienten mit bis dahin ungeklärten Erkrankungen bekommen nach oft langen Jahren der diagnostischen Odyssee endlich eine molekular gesicherte Diagnose. Anderes Beispiel: In unserer klinischen Forschung erfassen wir den natürlichen Verlauf, die Natural History seltener Erkrankungen. Diese Erkenntnisse sind von großem Wert bei der Planung und beim Design von Therapiestudien. Insgesamt ist unser Anspruch, dass all unsere Forschung letztlich zu einer Verbesserung der Diagnostik, der Therapie und/oder der Versorgung der betroffenen Patientinnen und Patienten beiträgt. Rücken denn da die Forschung und die Therapie auch ein bisschen näher zusammen oder sind das immer noch zwei Bereiche, in denen man auch sehr getrennt arbeitet? Oder anders gefragt, wie lange dauert es, bis die Erkenntnisse aus der Forschung dann auch sich beim Patienten selbst wieder abbilden, der vielleicht an der Forschung auch teilgenommen hat? Ja, das rückt absolut immer weiter zusammen. Zum Beispiel finden wir, das kommt dann im Späteren noch genauer, finden wir zum Teil Gendefekte, aus denen sich selten zwar, aber immerhin hin und wieder, aus denen sich eine unmittelbare therapeutische Konsequenz auch für den Patienten ergibt, auch außerhalb von Studien, zum Beispiel indem wir einen Zusammenhang mit bestimmten Vitamin-Pathways finden und dann auch auf Compassionate-Use-Basis den Patienten unmittelbar behandeln können. Herr Klopstock, unter der Überschrift Research for Rare sind Sie Sprecher des Sprecherrats für die 11 Forschungsverbünde für seltene Erkrankungen in Deutschland. Was verbirgt sich hinter diesem Forschungsverbund und wie erarbeiten die verschiedenen Player, die Forscherinnen, Ärzte, Patienten und die Industrie, wie arbeiten die zusammen? Und welche Erfolge gibt es hier und vor welchen Herausforderungen stehen Sie da? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert schon seit 2003 Verbünde, die sich den rund 8000 seltenen Erkrankungen widmen. Ärzte und Wissenschaftler arbeiten hier in Konsortien zusammen, um Diagnostik und Therapie voranzubringen. Derzeit befinden sich 11 von diesen Verbünden in der aktiven Förderung. Wie aus den zahlreichen Publikationen der Verbünde zu erkennen ist, haben diese Verbünde über die letzten Jahre ganz wesentliche Beiträge und neue Erkenntnisse in der Grundlagen- und in der Therapieforschung geliefert, mit modernsten Sequenziertechnologien und anderen innovativen Methoden wurden wichtige Ergebnisse, unter anderem zu genetischen und molekularen Ursachen seltener Erkrankungen erzielt, wodurch sich diese Verbünde wesentlich an der Entwicklung der personalisierten Medizin beteiligen. Eine wichtige Rolle bei all diesen Verbünden spielen die Patientenregister, weil wir brauchen immer eine ausreichend große kritische Zahl an Patientendaten, um Fortschritte zu erzielen. Von einzelnen Patienten lässt sich relativ wenig lernen, vor allem bei der großen Heterogenität der Erkrankungen, aber von den großen Zahlen, da erkennen wir Muster, und das erleichtert die Forschung ganz ungemein. Sie hatten nach Herausforderungen gefragt. Eine davon ist die unsichere Finanzierungssituation dieser Verbünde. Vom Bundesministerium werden die Verbünde jeweils in 3-Jahres-Rhythmen unterstützt. Die Förderungshöchstdauer sind insgesamt 9 Jahre. Viele Aufgabenbereiche, insbesondere aber die Register, sollten ja aber verstetigt werden. Und da gibt es durchaus noch Probleme in der Verstetigung dieser Arbeit, auch nach Auslaufen der BMBF-Förderung. Diese Research for Rare Koordinierungsstelle, die ich leiten darf, versucht, alle Verbünde bei Querschnittthemen inhaltlich und organisatorisch zu unterstützen. Wir haben regelmäßige Netzwerktreffen, wo wir uns untereinander austauschen und versuchen, Synergieeffekte zu erkennen und dann auch umzusetzen, zum Beispiel beim Aufbau und Betrieb von Registern, bei der Nutzung neuer Technologien, wie zurzeit ganz aktuell der Genomsequenzierung und bei diesen angesprochenen Fragen der Verstetigung, wo die alten, erfahrenen Verbünde den neueren helfen können. Ja, das hat ja dann direkt auch was Analoges zu dem Lernen und Weitergeben von Informationen von einem Verbund zum anderen. Schauen wir mal auf das MITONET. Das ist ja eines
dieser elf Forschungsverbünde. Das MITUNET hat ja bisher zur Identifikation zahlreicher neuer Gendefekte beigetragen. Wie ist das gelungen und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Ja, das MITUNET ist ein Paradebeispiel für die äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit von Klinikern. Ich darf sagen, dass im MITUNET deutschlandweit derzeit 7 neurologische Universitätskliniken und 10 Kinderkliniken organisiert sind. Und in der Zusammenarbeit von diesen Klinikern mit Grundlagenwissenschaftlern ist es eben sehr erfolgreich. In diesem Fall sind die Grundlagenwissenschaftler jetzt zum Beispiel unter anderem das Institut für Humangenetik an der Technischen Universität München. Dieses Institut ist eines der Gründungsmitglieder des MITUNET. Und die Kollegen dort zu nennen sind insbesondere Professor Meitinger und Dr. Prokisch, sind führende Spezialisten im sogenannten Next Generation Sequencing, also Exomsequenzierung und jetzt Genomsequenzierung, aber auch in weiteren Multi-Omics-Technologien wie Transkriptomik und Proteomik. Die Zusammenarbeit im MITUNET sieht so aus, dass die Kliniker, die Neurologen und Kinderärzte Patienten mit Verdacht auf mitochondriale Erkrankungen sehen, sehr genau phänotypisieren und in das MITUNET-Register eintragen. Außerdem wird über einen vorgefertigten und an die Kliniken geschickten MITO-Kit, wie wir das nennen, Patientenblut asserviert und an unsere zentrale Biobank geschickt. Wenn die genetische Ursache bei einem Patienten unklar ist und durch Standarddiagnostik nicht gefunden wurde, kann aus dieser Blutprobe eine Exomsequenzierung durchgeführt werden. Auf diese Weise haben wir in den letzten Jahren viele unklare Fälle gelöst und dabei auch mehr als 50 neue Gene für mitochondriale Erkrankungen entdeckt. Das ist wissenschaftlich natürlich hochspannend und wurde auch sehr gut publiziert. Darüber hinaus verbessert es die diagnostischen Möglichkeiten für alle nachfolgenden Patienten. Und in manchen Fällen führt die Identifikation des verantwortlichen Gendefekts über ein Verständnis der Pathomechanismen sogar zu einer unmittelbaren Therapiekonsequenz. Das ist also ein sehr gelungenes Beispiel für die eingangs besprochene translationale Forschung. Die Zusammenarbeit von Grundlagenwissenschaftlern und Klinikern führt direkt zu einem Nutzen für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Außerdem sei kurz erwähnt, dass das MITUNET durch die große Zahl an betreuten Patienten sehr stark zur sogenannten Trial Readiness beiträgt und praktisch bei allen Therapiestudien zum Thema mitochondriale Erkrankungen weltweit einer der Hauptansprechpartner ist. Nochmal zu diesem Austausch zwischen den Netzwerken. Das MITUNET ist inzwischen ein altes Netzwerk. Wir befinden uns in der letzten Förderperiode des BMBF und sind jetzt aber ein beliebter Ansprechpartner für die neueren, jüngeren Netzwerke, die aus unseren Erfolgen, aber auch aus unseren Fehlern lernen können. Wir geben unsere Erfahrungen jedenfalls gerne weiter. Wie viele Patienten sind da dann insgesamt eingeschlossen? Sie sagten eine große Zahl. Zurzeit sind wir bei knapp 2000 eingeschlossenen Patienten im deutschen Register. Und es ist nicht nur ein Register, sondern auch eine Natural History Studie, weil wir die Patienten zu jährlichen Follow-up-Visiten sehen, sodass wir auch über die Jahre einen natürlichen Verlauf dieser Erkrankungen erheben können. Der von Ihnen geschilderte gestufte Ansatz, also eine Stufendiagnostik, erst einen Teil genetische Diagnostik zu machen und dann gegebenenfalls auf das Exom oder das gesamte Genom abzustellen. Das ist so eine Zwischenlösung zu Genetics First, wie wir es aus dem angelsächsischen Bereich kennen, oder? Ja, also die Tendenz geht immer mehr zu Genetics First. Aber es ist noch nicht komplett umgesetzt und es ist auch nicht immer notwendig. Wir haben so ein paar mitochondrial, jetzt um beim Beispiel mitochondriale Erkrankungen zu bleiben, wir haben einige Syndrome, die doch sehr eindeutig zuzuordnen sind, zum Beispiel die Lebersche hereditäre Optikusneuropathie, wo wir eben Mutationen auf der mitochondrialen DNA haben und zu mehr als 90% der Patienten haben eine von drei dieser Mutationen.
Früher hat man tatsächlich diese einzelnen Mutationen untersucht. Wir sind in den letzten Jahren schon dazu übergegangen, gleich die gesamte mitochondriale DNA zu untersuchen, was auch nicht teurer ist heutzutage, als Einzelmutationen zu untersuchen. Und tatsächlich, wie Sie andeuten, geht die Tendenz jetzt auch schon dazu, dass wir sagen, wir, selbst wenn wir uns sicher sind, dass wir diese eine mitochondriale DNA-Mutation suchen, geht die Tendenz dazu, dass wir zum Teil auch schon gleich ein Exom machen, weil die Kosten halt auch immer mehr sich angleichen. Wie oft ist es denn schon passiert, dass Sie dann damit praktisch einen Biomarker entdeckt haben, der auch für die therapeutische Konsequenz, für beispielsweise jetzt einen Arzneimitteleinsatz, ich denke hier mal, ich glaube, es war Idebenone, eine Rolle spielen könnte? Ja, also mit der genetischen Sequenzierung entdecken wir eigentlich keine Biomarker, muss man sagen. Da finden wir die Ursachen der Erkrankungen, aber keine Biomarker. Okay. Ich habe noch eine Frage zu dem eRare-3-Projekt Genomit. Damit wurde ja die internationale Harmonisierung der Patientenregister zu mitochondrialen Erkrankungen umgesetzt. Welche Daten sind denn in diesem Register erfasst und wie ist da die Datennutzung geregelt? Also dieses internationale Patientenregister ist ein Teilprojekt in Genomit. Da gibt es noch verschiedene andere, auch grundlagenwissenschaftliche Projekte, die in einer europäischen Kooperation durchgeführt werden. Grund für dieses Teilprojekt internationales Patientenregister war die Erfahrung aus dem Aufbau unseres deutschen Registers. Wir haben da sehr viel Zeit und Geld reingesteckt, haben dann gesehen, dass andere Länder auch sehr viel Zeit und Geld investiert haben, um ihre eigenen Register aufzubauen. Wir sind dann in der internationalen Diskussion zu dem Schluss gekommen, dass es ja wesentlich effektiver wäre, ein globales Register für mitochondriale Erkrankungen zu haben und haben das in den letzten Jahren vor allem mit den Kollegen in Italien aufgebaut. Das heißt, wir haben die Registerfragen harmonisiert, haben eine entsprechende Softwarelösung gefunden und dieses lokale Register ist jetzt seit einigen Monaten in Betrieb. Die deutschen und die italienischen Daten sind schon integriert. Andere Länder können sich jetzt daran beteiligen und können sich eben diesen riesigen Aufwand eines eigenen Registers ersparen. Zugleich ist ein lokales Register natürlich wesentlich attraktiver für die wissenschaftliche Bearbeitung als viele einzelne nationale Register. Hier gilt mal wieder, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ein großes globales Register ermöglicht es, eben auch bei sehr seltenen Erkrankungen eine kritische Menge an Patienten für Studien zu erreichen. Selbst unter diesen seltenen mitochondrialen Erkrankungen gibt es so ein paar Blockbuster sozusagen wie Lebersche Optikusneuropathie mit einer Häufigkeit von immerhin 1 zu 30.000. Da kommen auch national auf studienrelevante Größenordnungen, aber es gibt auch ultra-rare-Erkrankungen wie zum Beispiel mitochondriale neurogastrointestinale Enzephalopathie, eine Erkrankung, die sich sehr gut für Gentherapiestudien anbietet, die aber eine Prävalenz, man kennt sie ja nicht genau, aber wahrscheinlich von weniger als 1 zu 1 Million hat. Und für solche Erkrankungen ist es schon sehr gut, wenn wir da auch international zusammenarbeiten und das tatsächlich auch in ein Register eintragen. Sie hatten zur Datennutzung gefragt, die muss natürlich klar geregelt sein und das haben wir im deutschen wie auch im globalen Register klar geregelt. Jede Anfrage zur Datennutzung wird vom wissenschaftlichen Steering Committee Begutachtung und bei positiver Bewertung erfolgt eine datenschutzkonforme Datenweitergabe. Wichtig ist, dass die Rechte an einem individuellen Patienten tatsächlich beim einschließenden Arzt oder der einschließenden Ärztin verbleiben. Das heißt, es wird immer rückgefragt, ob die wissenschaftliche Verwertung dann auch im Sinne des einschließenden Arztes ist. Zur Finanzierung. Im Moment ist dieses globale Genomit-Register wie das ganze Genomit-Projekt durch die EU-Förderung finanziert. Für die Verstetigung, an die wir jetzt schon denken, sind jährliche Beiträge der teilnehmenden Länder vorgesehen. Durch diese Synergieeffekte liegen diese Beiträge
aber weit unter den Ausgaben, die ein Land für ein eigenes Register aufwenden müsste. Entsprechend ist das ein sehr attraktives Angebot und wir haben bereits zahlreiche Bewerbungen von Ländern, die sich diesem globalen Register anschließen möchten. Sind das die Learnings, die man aus diesem Projekt dann auch auf andere Projekte übertragen kann oder würde Ihnen da noch ein weiteres Beispiel einfallen? Wir haben tatsächlich viele Anfragen auch aus den anderen deutschen Netzwerken, die wir eben in diesem Research for Rare organisiert haben. Da besteht großes Interesse, ebenfalls globale Register aufzubauen, weil das gilt natürlich für alle seltenen Erkrankungen, dass ein globales Register sinnvoller ist als viele nationale Register. Kommen wir mal auf den Patienten zu sprechen. Wie kann man Patientinnen am besten einbinden in diese Möglichkeiten zur Forschung mit Registern und Natural Histories? Haben Sie da ein paar Beispiele für uns und was sind aus Ihrer Sicht die spezifischen Herausforderungen für diese Einbindung? Also insgesamt hat sich die Einbindung von Patienten und Patientenvertretern in die translationale Forschung sehr bewährt, weil Patientenvertreter eben neue Aspekte in die Planung von Registern, Verlaufsstudien und Therapiestudien einbringen können. Sie können aus Patientensicht beitragen, welche Aspekte einer Erkrankung besonders belastend sind, sich besonders nachteilig auf die Lebensqualität auswirken. Und diese Aspekte sollten dann eben auch als Endpunkte in Registern, Verlaufsstudien und Therapiestudien berücksichtigt werden. Außerdem sind Patientenorganisationen eine große Hilfe in der Rekrutierung von Patienten auch für Register, Verlaufsstudien und dann auch für die Therapiestudien. All das hat dazu geführt, dass wir inzwischen in allen unseren Netzwerken, Mitonet, Genomit, Tilcon und so weiter, und das gilt auch für die anderen Verbünde in Deutschland, eigentlich arbeiten inzwischen alle eng und vertrauensvoll mit Patientenvertretern zusammen. Vielen Dank. Zum Schluss noch unsere Frage mit dem Blick in die Zukunft. Was muss sich aus Ihrer Sicht in Deutschland verändern, damit die zuvor besprochenen Herausforderungen gemeistert werden können und wir die Versorgung der Patienten mit seltenen Krankheiten verbessern? Zuerst das Positive, dann möchte ich sagen, dass die Förderprogramme, die eben das Bildungsministerium für Bildung und Forschung seit vielen Jahren und auch die EU seit vielen Jahren auflegen, äußerst erfolgreich waren und weiterhin sind. Die deutsche Forschung zum Thema seltene Erkrankungen ist wegen dieser Förderprogramme eigentlich exzellent und international auch sehr gut sichtbar. Zum Beispiel haben die 11 derzeit geförderten Forschungsverbünde allein im Jahr 2021 insgesamt 199 Publikationen veröffentlicht mit einem durchschnittlichen Impact-Faktor von 10,3. Das spricht neben der schieren Menge auch für eine hervorragende Qualität dieser Publikationen. Leider ist die Zukunft des Förderprogramms des BMBF trotz all dieser Erfolge unklar. Es gibt auf der politischen Seite die Idee, dass die Forschung zu seltenen Erkrankungen in Zukunft auch über das neu gegründete Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit abgedeckt werden könnte. Ich habe im Namen des Sprecherrats aller Forschungsverbünde für seltene Erkrankungen schon Ende 2020 eine Stellungnahme an das BMBF gesendet, dass die zumeist genetisch bedingten seltenen Erkrankungen sich zwar oft schon im Kindes- oder Jugendalter zeigen, die Patienten aber ihr Leben lang begleiten. Eine explizite Förderung im Bereich der seltenen Erkrankungen, auch unter Berücksichtigung dieser erwachsenen Patienten, erscheint uns daher weiterhin dringend notwendig und wir glauben nicht, dass das in den Zentren für Kinder- und Jugendgesundheit ausreichend abgebildet ist. Bei all diesen bisher erreichten Erfolgen gibt es zwei große Probleme in der translationalen Forschung in Deutschland. Das sind erstens die klinischen Studien und zweitens der Technologietransfer in kommerziell erfolgreiche Produkte. Derzeit ist es so, dass in Deutschland in Grundlagenforschung und klinischer Forschung vielversprechende Therapieoptionen entwickelt werden, danach aber aufgrund mangelnder Finanzierung und aufgrund der überbordenden bürokratischen Hemmnisse nicht in akademischen Studien, den sogenannten Investigator-Initiated Trials, weiter untersucht werden können.
Das führt dazu, dass die Bereitschaft zur Durchführung von solchen Investigator Initiated Trials, IITs, immer weiter abnimmt und Studien hauptsächlich in Kooperation mit der Pharmaindustrie durchgeführt werden, mit allen Vor- und Nachteilen. Es wäre daher äußerst sinnvoll für den Standort Deutschland, die Infrastruktur für die Durchführung akademisch geplanter Studien zu verbessern. Das bedeutet unter anderem administrative Vereinfachungen, zum Beispiel bei Ethik- und Datenschutzaspekten, und eine deutlich verbesserte Finanzierung, sodass akademische Studien finanziell ungefähr so ausgestattet würden wie Industriestudien. Das kostet Geld, würde mittelfristig idealerweise aber auch Einnahmen generieren, durch entsprechende Verwertung der Nutzungsrechte im Lande. Hierfür ist auch eine bessere Förderung des Technologietransfers in kommerziell erfolgreiche Projekte notwendig, ein Thema, das bislang an den Universitäten leider unterrepräsentiert ist. Vielen Dank für diese Einblicke und ich freue mich darauf, gerade die letzten drei Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, auch im Rahmen des Roundtables noch mit Ihnen weiter zu erörtern und nach Lösungswegen zu suchen. Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Klopstock. Vielen Dank, Herr Dirks. Ich fasse die Kernbotschaften von Professor Klopstock noch einmal zusammen. Durch Exomsequenzierungen können neue krankheitsauslösende Gene identifiziert werden, wodurch die Diagnostik verbessert werden kann. Allein in den letzten Jahren waren es mehr als 50 neue Gene für mitochondriale Erkrankungen. Neben dem verantwortlichen Gendefekt kann auch aus dem Verständnis des Pathomechanismus heraus unter Umständen eine unmittelbare Therapiekonsequenz abgeleitet werden. Vermehrt werden aufgrund der sinkenden molekularpathologischen Kosten das Exom anstelle einzelner DNA-Mutationen untersucht, wodurch sich die Diagnostik weiter verbessert. Patientenregister spielen im Zusammenhang mit Forschungsverbünden eine wesentliche Rolle. Da einzelne nationale Studien aufgrund der geringen Anzahl der Studienteilnehmer nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen, kommt den Patientenregistern eine enorme Bedeutung zu. Anhand großer Zahlen können trotz der Heterogenität einzelner Erkrankungen Muster erkannt werden, die die Forschung erleichtern. Implementierte Natural History Studien, die Follow-ups berücksichtigen, ermöglichen zudem die Abbildung des natürlichen Krankheitsverlaufes. Das Bundesministerium unterstützt Verbünde jeweils in 3-Jahres-Rhythmen, wobei die Förderungshöchstdauer bei 9 Jahren liegt. Aufgabenbereiche wie beispielsweise Register benötigen jedoch eine Verstetigung, die nach Auslaufen der BMBF-Förderung ausbleibt. Die Research for Rare Koordinierungsstelle unterstützt die Verbünde bei Querschnittsthemen, aber auch hinsichtlich des Aufbaus und Betriebs von Registern. Die Einbindung von Patienten und Patientenvertretern in die transnationale Forschung ermöglicht die Berücksichtigung relevanter Faktoren in die Planung von Registern sowie Verlaufs- und Therapiestudien. Hierunter zählt beispielsweise für den Patienten besonders belastende bzw. lebensqualitätseinschränkende Aspekte der Erkrankung. Diese können dann als Endpunkte in entsprechenden Registern oder Studien berücksichtigt werden. Zudem können Patientenvertretungen bei der Rekrutierung von Studienteilnehmern eine unterstützende Rolle einnehmen. 2 große Herausforderungen in der transnationalen Forschung in Deutschland sind die Planung und Umsetzung klinischer Studien und der Technologietransfer in kommerziell erfolgreiche Produkte. Derzeit werden in Deutschland in der Grundlagenforschung und in der klinischen Forschung vielversprechende Therapieoptionen entwickelt, oft aber danach aufgrund mangelnder Finanzierung und aufgrund der überbordenden bürokratischen Hemmnisse nicht in akademischen Studien den sogenannten Investigator-Initiated Trials weiter untersucht. Diese Herausforderung gilt es in den nächsten Jahren zu lösen. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf www.changeforrare.com. Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein.